Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben die Krone Adanos bekommen, ja. Und, ja, wir werden uns jetzt mit ein paar Kleinigkeiten beschäftigen. Wenn ich denn erstmal die Schriftrolle zum Moral zufinde, da haben wir sie. So, ja, es baut sich gerade noch alles auf. Ja, ich würde gerne, dass er jetzt auch irgendwann ankommt. Ja. Also wir sollten unseren namenlosen Helden mal einen Namen geben, glaube ich. Langsamer Typ. Oder... Ach, die sind ja jetzt alle gut gestimmt, okay. Stimmt, wir haben ja genug Ruf das letzte Mal auch erhalten, dass wir... Dass wir... zum Gonzales rein können. Hamid. Nee, Hamid will ich nicht. Ich will mal eben zu einem... Masil, genau. Siehst du hier oft Männer aus dem... Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgeritten, schwer vorzustellen, dass... Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet wie seinen eigenen Augapfel. Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben. Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Ha! Und ich dachte, der Kelch... Im Namen Belials. Apropos, ich bin mit feindlicher Rüstung hier, mein Freund. Aber ist dir anscheinend scheißegal. Gut. dann haben wir Feuerkelch Nummer 11, Leute. Uns fehlt nur noch ein einziger Feuerkelch. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. 11 Feuerkelche. Ein einziger Feuerkelch fehlt noch. Ja, Leute, ein einziger Feuerkelch. Naja, gut, egal. Wir werden uns jetzt um... Wir werden uns jetzt um das nächste Artefakt kümmern. Und zwar in den... What the hell, verdammte Hacke. Egal. Dunkle Snapper, 5 Stück, schaffe ich das? Essen, Quick Save, schaffe ich. Jo, kurzer Quick Save. Ja, Leute. So, Spiel gespeichert, dunkler Snapper, 5 Stück. Jetzt wird's lustig, meine lieben Leute. Und daneben. Und daneben. Ja, daneben, schön. Komm, jetzt schieße ich einfach mitten rein. Na komm. Ich hab sowas schon befürchtet. Oh, 2 schon tot? Wir sind jetzt schon 2 tot. So. Alle sind erledigt. Dann esse ich mal was und hol die 2 da auch noch. Bevor ich jetzt hier alles aufhebe. Oh, Gottchen. Jetzt kommt aber nicht noch mehr, oder? Nee, da kommt nicht noch mehr. Gut. Hier, die sind relativ schwach, die Viecher. Wie ihr jetzt langsam auch sehen dürftet und überhaupt. So, ja, da haben wir ein bisschen mehr dunkles Snapperleder. Was wir alles an uns nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für seine Rüstung brauchen. Vor allem weiß ich auch nicht, was das für eine Rüstung sein soll. Aber wir werden uns erst um das andere Artefakt kümmern, bevor wir nochmal zu dem gehen. Wir haben 23 Leder. Ich glaube, der braucht... Entweder braucht er 10 oder er braucht 20 oder er braucht 25 oder 30, glaube ich. Mehr braucht er, glaube ich, nicht.
Deswegen, wir können auch noch ein paar sammeln. Hey, hörst du auf zu laggen? Und, hallo. Jung, willst du, dass ich wütend werde oder so? Nee, ne? Also, ganz chillig. So, da hinten finden wir auch schon die nächste Ruine. Ja, man kann nicht mehr tauchen, das habe ich euch ja schon erzählt. Dass man in Gothic 3 nicht mehr tauchen kann, was ich eigentlich... wie finde ich das? Eigentlich besser, weil es die Spielwelt doch ein bisschen verkleinert. Und das sinnlose Tauchen ist weg. Natürlich war es schön, dass man irgendwas unter Wasser gefunden hat oder keine Ahnung was, aber ich fand es doch recht sinnlos. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Wo sind wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Da ist der Tempel. Ich glaub, wir gehen erstmal zum Eingang von Tempel. Al-Shedim gefunden. Questerfolg. Okay. Oh, das sind Zombies. Oh, das ist ja gar nicht mal so lustig. Ja, gegen die Zombies muss ich jetzt nicht fighten. Also, ich wüsste nicht, dass ich jetzt hier irgendwo in die Ruinen rein muss. Und ich hatte doch gesagt, dass wahrscheinlich irgendwo noch Snapper auf uns warten werden. Und ich hatte damit vollkommen recht. Ist auch nicht unbedingt weniger. Oh, jetzt hör auf zu laggen. Was war der Scheiß? Oh, das... Oh, scheiße. Muss ich aufpassen. Ey, hör auf! Erste Snapper, Level up. So, mal eben wegen der Synchronität. Ich habe in einigen Videos Synchronitätsprobleme, wenn es anfängt zu laggen. Deswegen mache ich mal kurz einen Schnitt. So, und es geht auch direkt weiter und bla bla. Und die beiden Skelettkörper kriege ich auch noch dran. Das liegt in der Staubwolke, dass es laggt, Leute. Ja, das liegt an der fetten Staubwolke, die ihr gerade über mich rüberzieht. Aber wir haben es geschafft. So. Dunkler Snapper. Ich will das Holzschild haben, denn Schilder sind merkwürdigerweise doch relativ viel wert, so wie ich das in Erinnerung habe. Und hebe natürlich von den Snappern alles auf, was ich kriegen kann. Und gehe weiter. Wow, was geht denn hier ab, Alter? Er ist alles, voll geraucht. Okay, da hinten ist ein Lager. Was ist hier? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da ist ein normales, glaube ich, ne? Wüstenjäger. Wutras. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innersvolkes. Was auch immer sie finden werden. Ja. Oh, wen haben wir denn da? Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr, aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Wutras. Er wird wissen, was zu tun ist. Was muss ich wissen? Wir sind hier in Al-Shedim, einer Tempelstadt des alten Volkes. Den Inschriften zufolge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher, es ist eines der 5 Artefakte, die notwendig sind, um... Um was? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5...
Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereit. Und die anderen? Die haben Hopp. Dann wir. Ich hab. Ach du je, na toll. Ganz in der Nähe. Wie? Besser ich behalte. Oh nee, okay. Wir haben eine Karte von Vatras, Saturas, das ist Saturas, genau. Ja, da ist die Ruinenkarte, genau. Und, wir brauchen 5 Schlüssel. Und da stehen die 5 Schlüssel. Totenwächter, schon der Krieger, Viertel der Heiler und alte Bibliothek. Ja, und, im Priesterviertel haben die den Schlüssel ja gefunden. Das heißt, wir gehen als nächstes zu den Totenwächtern. Also gehen wir mal ungefähr da lang. Boah, das ist hier so merkwürdig, hier das, oh Gottchen, tut mir leid, Leute.